Daniel Hölzli. Ich mache Elacta CD-Einheit, das heißt Specific Endurance. Heißt. Es ist zwischen Sprint und zwischen Ausdauer, aber es ist eben nicht Ausdauer, es ist eben nicht aerob, sondern es ist anaerob. Und bei anaeroben Belastungen entwickelt man irgendwann in der Zeit so ein bisschen Säure dabei jetzt beim Rennen. Kennt ihr vielleicht, wenn man irgendwie Liegestütze macht und irgendwann kommt man müde Arme über, saure Arme, das ist die Säure, die man bildet in der Ermüdung rein. Und das ist das Ziel, wo wir in unserem Training versuchen, den Reiz zu setzen, weil meine Disziplin ist 400 Meter. Und 400 Meter ist eben nicht einmal schnaufen und nachher ins Ziel kommen, sondern es ist eine Disziplin, wo man sauer wird und wo man die letzten 100 Meter gerade mit dem Stehvermögen zu kämpfen hat und mit der Säure, die man dabei hat. Und das versuchen wir in den Trainings uns daran zu gewöhnen. Das Programm ist 6x 200 Meter. 200 Meter, zurück auf den Faster. 200 Meter ist ungefähr 26 Sekunden. was nicht mega schnell ist, aber ich habe nur eine Pause von 4 Minuten und ich kann 6x in 200 und dann kumuliert sich es halt irgendwie so und am Schluss wird es dann wird's streng sein. Unter 26 macht er. Zer! Auf geht's, Karim! Alle, alle! So, gross bleiben, vorne laufen, komm! Verziehen! Jawohl, 25, 60. Sehr gut! Vorne laufen, ja. Obwohl jetzt noch einen drücken, dann schaffst du noch mal unter 26. Ja. Aber gleich gross bleiben. Ja. Schafft! Gehen wir. Schlimmste Teil kommt jetzt. Sehr gut. Gutes Training, Karimoto. Karimoto. Amen. Ja. Das Schlimme ist mehr. Wegen der Pause, oder? Ja. Da ist wichtig, dass du einhaltest. Zeit, dass du nicht schnell angehst. Weil in diesen Trainings, wo du mehrere Läufe hast, wo du am Schluss so wirst, wenn du es übertreibst, dann kannst du das Training nach den ersten zwei Läufen abbrechen. Und wenn du es zu wenig machst, dann hast du den Reiz auch zu wenig gesetzt. Ich darf ihn mal kennenlernen persönlich. Danke für die Vincenzo. Karim, freut mich. Gratulieren, gell? Danke. Gut. Gar nicht gewusst, dass du so gut aussiehst. Willst du noch mal bleiben zu sein? Nein, nein, nein. Ist gut. Super, danke. 3, 2, 1. Eins, danke. 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 Das war doch schon, weißt du, auf dem Velo wirst du ja brutal sauer. Aber halt vor allem schon Oberschenkel. Was? Jetzt war ein Morgen. Das ist einfach das volle Training. Ich habe einerseits vorher schon auf der Bahn Lacta-Zeit-Training gehabt, wo ich vorher nie fahre.
Und jetzt noch im Okklusionstraining habe ich einen Reiz gesehen. Training morgen, die Sonne ist da, das Wetter ist gut. Geil Spirit. Das ist eigentlich viel geiler. Dann gehen wir schnell essen. Wie spät ist jetzt? Dort? Viertel vor zwei. Um halb zwei habe ich Physio mit der Karin. Was? Um halb drei habe ich Physio, genau. Ja, jetzt können wir essen. Ich würde sagen, wir gehen schon ins Not Guilty, holen diesen Bowl. Wir machen noch Vlog Day. Es ist ein cooler Morgen, wie es jetzt. Konfusionstraining hinter mir. Da der Karim schnell im Parkverbot gehalten hat, muss ich schnell zwei Protein-Pokers holen. Kann ich zwei Protein-Pokers haben? Protein-Poker. Jumper Lady. Es gibt schönes, also schönes Wetter. Im Letzi sein. Etwas Gutes zu essen haben. Wir haben jetzt noch 10 Minuten zum Essen. Das ist wieder das Zeitmanagement. Also ich merke, cool. Sie ist geblockt. Das, ja. Halt, das ist blockiert gewesen. Mhm. Mein erstes Hürdentraining ist gerade blockiert. Mhm. Und das ist ja. Da, vielleicht ist jetzt gerade ein bisschen zu. Die Waden jetzt, sind vielleicht hast ein jetzt zu. Hast du jetzt Funktionstraining gehabt? Vor einer Stunde. Stunde. Okay. Du, dir, du. Also, das wär's wieder mal gewesen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen an den See. Das Wetter ist schön, der Frühling kommt. Und schön, dass ihr immer zuschaut. Danke vielmals für die Kommentare, die ihr macht, für das, was ihr mir schreibt. Falls ihr irgendeine Frage habt oder etwas, oder einen Kommentar, schreibt es einfach unten an. Falls ihr irgendwie mal etwas wissen wollt, was wir einbauen in den Vlog, dann sagt es einfach. Und ja, bis zum nächsten Mal.